Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Und heute habe ich mir wieder Verstärkung geholt. Ich darf wieder mitwirken. Denn wir machen wieder einen Produkt 1 versus Produkt 2 Test. Juhu! Und es geht erstens, also ich muss raten, was ist welches Produkt und welches schmeckt besser. Und weil du die ja natürlich nicht so kennst, musst du nur sagen, welches schmeckt besser. Ui. Und zwar geht es heute um zwei Colas. Und zwar einmal Coca-Cola Zero Cherry und das Pepsi Pendant. Gut, dass ich Biertrinker bin. Pepsi Max Cherry. Ach, also diese beiden Colas testen wir heute. Also ich sage, welche ist welche und welche schmeckt besser. Und du. Aber du kennst beide vom Geschmack her. Ich kenne beide vom Geschmack, deswegen ist es jetzt. Nee, also. Ich glaube, die habe ich auch schon mal. Ist es sehr lange her. Also ich habe die jetzt auf jeden Fall auch lange nicht getrunken. Und die habe ich, glaube ich, noch nur einmal getestet. Also ich weiß, dass es ein davon, dass mir die nicht so gut schmeckt. Was immer das jetzt auch heißen mag. Bevor wir mit dem Test starten, möchte ich mal gerne noch was anbringen. Ja? Na? Lass mich dran fürs Recycling. Und aber heißt recycle es nicht? Mich. Aber heißt es nicht immer, man muss das sonst eigentlich abmachen, weil es ja zwei verschiedene Plastiken sind? Ja. Der wird all eingeschmolzen. Gibt es da sowas bei dir auch so eine tollen Sachen wie lass mich dran? Nee, hier ist nur das Pepsi. Recycle mich. Also wir können ja mal gucken, was es überhaupt ist. Also ja. Bei mir steht hier bei Pepsi, also Pepsi Max Cherry Geschmack, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, kalorienarm, ohne Zucker. Kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakt und Kirschgeschmack mit Süßungsmitteln. Aha, bei dir kalorienfrei, bei mir kalorienarm. Kannst du mal Wasser, sagen. Kohlensäure, Farbstoff E150D, Süßungsmittel Aspartam und Acesulfam K, Säurungsmittel Phosphorsäure und Zitronensäure, Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat. Aroma Koffein enthält eine Phenylalaninsäure. So, Quelle. So, pass auf, Zutaten: Wasser, Kohlensäure, Farbstoff E150D, Säurungsmittel, Phosphorsäure, Säuresüßungsmittel, Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam, natürliches Aroma inklusive Koffeinsäurungsregulator, Natriumcitrate enthält eine Phenylalaninquelle. Erstens, was fällt uns auf? Erstens, nur in der Pepsi ist Zitronensäure drin. Und zweitens, was ist in beiden nicht drin? Sag's mir. Kirsch. Doch hier, steht ja. Ohne echt? Kirschgeschmack. Ja, aber in den Zutaten steht nichts ja, mit Kirsch drin. Ja, natürlich nicht, weil das sind ja alle Säureregulatoren und so ein Spaß. Pepsi kommt aus Neu-Isenburg. Ich war mal Neu-Isenburg. Brennwert 2 Kalorien in 100 Millilitern. Also 2 Kilojoule in 100 Millilitern. 2,5 Kilojoule bei 250 Milliliter. Ich habe 6 Portionen, wie fasst du? Ich kann mehr. Steht hier nämlich drauf. Das wird hier nicht extra. Meins kommt aus Berlin. Nutri-Score B. Steht ja ein Nutri-Score drauf auf der Coca-Cola Zero? Nee. Aber interessant, wo die so ihre Schwerpunkte setzen. So, dann geht es jetzt darum, welche was ist? Schmeckt mir besser und welche ist kannst welche du sie Sorte. Erraten. Genau, ja. Kannst du sie erraten. Deswegen hat ja mal so ein alter Tuch von mir rausgesucht aus Sommerlagerzeiten. Also schon 20 Jahre, also haben wir die Taschen mal hier tauschen hier. So und so und so und so. Und wir öffnen die erste. So, die erste ist offen. Das ist die Pepsi. So, und dann machen wir die zweite auf. So, beide sind jetzt auf. Ich trinke jetzt relativ viel Siro-Zeug, möchte ich an der Stelle mal anmerken. Ich gar nicht. Na, ich brauche Geschmack. Du alter Drogensüchtiger. Ja. So. Aber ist dir aufgefallen, dass ich ein bisschen abgenommen habe? Ganz ehrlich, darauf achte ich nicht.
Aber ich soll auf deine Brille achten. Ja, kannst du mal sehen. So, es gibt das erste Getränk. Das ist Pepsi. Weil, das weiß ich noch, dass die Pepsi extrem nach Kirsche roch. Ja. Also kann mich natürlich auch irren, aber... Wollte gerade sagen, wir werden mal abwarten. Ich würde ganz spontan sagen, das ist die Pepsi. So, zweite Gläschen. Ja, die riecht so, guck. Ja, muss ich leider an der Stelle wirklich so sagen. Also. 3 Stunden später, die Flaschen sind leer. Also du wirst es ja auch gleich merken, ja? Ja. Also geschmacklich ist es ein himmelweiter Unterschied. Das ist die Coca-Cola, würde ich sagen. Und die Pepsi, da ist der Sherry-Geschmack fast ein bisschen zu anstrengend. Aha. Also fast ein bisschen zu viel. Also das ist auf jeden Fall Coca-Cola, Sherry und die andere war Pepsi. Okay, dann nimm dein Gläschen ab und du hattest recht. Ja. Du hattest schon sehr schön beim Aufdrehen ja. Richtig gehabt. Ja. Unglaublich. Naja, weil die haben halt... Ja, die haben halt einen anderen Verschluss irgendwie. Ja, genau. Also da ist der Experte halt mal. Aber ich könnte komischerweise nicht sagen, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich Coca-Cola Sherry nicht kaufe, weil ich wusste, dass die nicht so doll ist. Ich kaufe auch nicht Coca-Cola Vanille, also Zero Vanille, weil es auch nicht so doll ist. Was ich wirklich empfehlen kann, wenn man Zero Getränke, also die Zitronen-Pepsi Zero, die ist, weil die hat so einen Geschmack, der sehr angenehm ist. So, jetzt aber du? Ganz ehrlich, soll ich sagen, was ich alle trinke? Möchtest du neue Gläser, weil ja, ich immer noch ein bisschen erkältet bin? Ach ja. So. So, Teil 2. Teil 2. Ich werde mich hier hinsetzen, die Brille abnehmen, weil ich so blind wie ein Maulwurf. Wie viel Dioptrien? Frag mich doch nicht so weit. Minus 4, 3 oder so weit. 3,5. Nicht blinder. So, wo ist mein Bier? So, ich gieße die Nummer 1 ein. Nein, du kriegst sie noch nicht. Ja, ist mir klar. Schließe die Flasche. Und jetzt kommt die Nummer 2, die ich jetzt eingieße. Wie es halt mal interessant wäre, na? Wir könnten ja mal so Biermixgetränke testen, gerade so Cola-Mix, also ob man das auch oder die verschiedenen Biermarken testen könnte. Ob man da wärst du dann in dem Fall der Experte. Nee, weg ohne. Ob man die verschiedenen Biermix, also wenn man jetzt Beck's Cola oder Krombacher Cola, ob das so, gibt es ja, ich weiß nicht, ob das alt gibt, das gibt es bestimmt alt gar nicht, ob man das auch was auseinanderhalten könnte oder ob das also wie eine gleiche Suppe schmeckt. So. So, das kriegen wir jetzt als erstes. Du kriegst hier jetzt das erste Produkt. Irgendwas mit Kirsche. Und, ja. Also, wie gesagt, dadurch, dass ich eigentlich so eine Mix-Sachen eigentlich nicht zu mir nehme, ist halt. Und jetzt Nummer 2. Bisschen runter die Hand. Nimm sie ruhig, leg sie auf den Tisch. Mhm. Nein. Ach, da. So, mal gucken, wie das schmeckt. Aha. Das schmeckt nach. Wisst ihr, was das schmeckt? Na? Nach den Cola-Gummibärchen. Ich sag dir gleich, nachdem du gesagt hast, welche besser ist, nach wo ich der Meinung bin, wonach es schmeckt. Ein Stück weit noch wie der Huba Huba aus den 90ern Cola-Geschmack. Was? Ja, Huba Huba Cola. Und zwar, das ist die Pepsi Max und das andere ist die Cola. Aber welche ist besser? Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Weil beides nicht meins ist. Du musst dich entschuldigen. Die Frage ist, welche schmeckt dir besser? Das schmeckt keiner von beiden besser. Ich würde immer eine klassische Cola wählen. Weil sowas würde ich mir freiwillig eigentlich nicht kaufen. Wenn ich jetzt mich entscheiden würde, würde ich sagen, die andere schmeckt besser. Ich finde sie, also es ist wie diese
Cocktailkirschen. Ja. So riecht es und so schmeckt es. Was habe ich jetzt? Ja, hast du richtig geraten, natürlich. Ja. Also die Pepsi schmeckt viel extremer nach Kirsche, beziehungsweise nach dieser Süß-Cherry-Dingsbums. Genau, das ist die Kirsch-Gummibärchen. So sind die ein bisschen, ja. Die musst du mal reinziehen. Galg abnehmen? Ja. Also Gummibärchen überhaupt nicht. Aber ich kenne mich mit Kirsch-Gummibärchen auch nicht aus. Oh, Licht. Hell. Ja, also wenn es darum geht, was schmeckt wirklich nach Cherry, dann extrem die Pepsi Max. Und ich glaube auch, so ein Ticken besser schmeckt sie auch. Aber eigentlich ist hier der Kirschgeschmack zu stark und zu süß. Ja. Und hier ist er eigentlich kaum vorhanden, erstaunlicherweise. Ja, wenig, ja. Ja, das war's wieder. Wenn das nicht mal interessant und spannend war. Das war innovativ, das war neuartig, das war modern, das war alles, was Sie nächste Woche wieder erleben werden. Bis zum nächsten Mal.